ein herzliches Willkommen zurück zu Farmerama. Ja, diesmal habt ihr einen kleinen Ausblick auf meine Hauptfarm. Also, ich kann euch schon mal zeigen, was ich hier habe. Also, ich habe hier jetzt die komplette Insel. Also, ich habe hier jetzt die ganze komplette Farmfläche frei. Oh, ich kann was abernten. So. Meine Mühle produziert noch. Hier die Raketen da, aber obwohl das Event schon abgelaufen ist. So, mal sehen, was nehmen wir hier noch? Ich kann jetzt auch Grüntee anbauen. Habe ich hier ab. So. Wie lange läuft noch mein GRC? Fast 2 Tage. Kein Problem. Ich habe die komplette Insel hier jetzt endlich frei. Also die Schatzinsel. So. Und hier will ich nur Items drauf haben, die mir Bahama-EP bringen. Das ist mein Ziel. Plätzchenbäckerei könnte ich auf die Ranke packen. Bringt aber 600 Bahama-EP. Oh. Ah, hier muss ich noch über eine Stunde warten. Ja, hier habe ich jetzt alle Mammutbäume drauf, die ich mir ertauscht, also nicht ertauscht, sondern die ich bei diesem Express bekommen hatte. Ja, wäre schön, wenn es noch 2 weitere Bäume geben würde. Also noch einen weiteren Baum. So ein Superfutterbaum. Ja, oh, es dauert wieder. Ja, sorry, dass ihr das jetzt mit ertragen müsst, aber irgendwas stimmt da nicht. Ja, was habe ich hier sonst noch? Ja, ich bin jetzt hier gerade dabei an dieser Quest. Die erste Aufgabe habe ich schon hinter mir. Von ab in den Süden. Und hier jetzt bin ich dabei. Und ich versuche jetzt Sakura-Blüten immer zu bekommen. Also immer schön auf den Markt gucken. So, von hinten nach vorne blättern. Da will ich mir. Wollte ich mir mal. Pro Tag 10 Stück kaufen. So. Ist nicht viel, aber da ich den Sakura-Baum noch nicht habe, muss ich das so erstmal anwenden. So, dann hole ich mir das Geld, was ich eben ausgegeben habe, von diesen Händlern zurück. Und da spielt Julia drin, einmal eben Gary Mod. So, das Geld habe ich jetzt schnell wieder drinne. Oh, ein bisschen noch. Ja, das Geld habe ich jetzt schon längst wieder drinne. So, wenn ihr sehen wollt, wie viel ich jetzt habe, so viel habe ich. Ich glaube, ich lasse es mal so, wie es ist. Aha, das habe ich schon abbezahlt. Das kann ich noch. Nee, 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 nee. Ich habe beinahe die Sakura-Blüten weggegeben, ey. Oh Mann. Kann ich nichts abgeben? Das mache ich mal eben. Das. Und das. Dann nehmen noch die schnell. Ach, die kann ich nicht, da fehlen mir Blaubeeren. Captain Blaubeer. So, das haben wir. Dann noch die Aufgabe hier eben schnell. Ein paar Bahama-EP abgreifen. So. Was brauche ich noch? Weil ich will da so eine Questreihe fertig machen.
Und da brauche ich halt jetzt noch die Schraubenpalmen. Da brauche ich noch 30 goldene Bananen. Ja. Puh. Die Ranke, da habe ich jetzt auch alle. Dann gehen wir wieder von oben nach unten. Ein bisschen noch sammeln hier am Moos, Pennies. So. Weil die Million will ich hier noch knacken. Weil das ist mein Ziel. Bei diesem Account. Endlich mal 1 Million Moospennies. Oh ja. Ist jetzt ein bisschen langweilig, mir beim Klicken zuzusehen. Das hatte ich schon. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Ja, und das Event, das heute ausgelaufen ist, das habe ich komplett geschafft. Da habe ich kein Echtgeld reingesetzt, sondern ich habe alles per Hand gepflanzt. Also alles angepflanzt, was angepflanzt werden musste. Und das war ja nicht viel. Ach, da kriege ich schon mal wieder 9000 Moospennies. Ist immer schön, wenn man Moospennies noch dazu bekommt. Der Bahama IP. Hat sich jetzt gerade ein anderes Programm geöffnet, was auch so ist wie mein Steam. So. Tuck, 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 tuck. So. Was haben wir hier noch? Okay, das dahin. Ja, und bei Randall's Money geht es ja sowieso weiter. Ich habe hier so einige Items. Ah, noch 600.000, dann habe ich die Millionen geknackt. So, immer schön weiterklicken. Immer schön weiterklicken, damit endlich mal ein bisschen mehr Moospennies in die Tasche bekomme. Ich glaube, da muss ich auch mal bei ein paar Zuchttiere dazu holen. Ja, und wer ich da einen Tipp habe mit dem. Ja, und ich habe hier jetzt auch die Stelle, also Rätselstall Dämmerung und die Rätselbaum Mistral, die Sachen, die man Event erspielen konnte, habe ich heute aufgestellt. Ich hoffe mal, dass das mit den Tomaten wieder klappt, weil mir fehlt immer noch der verdammte Sakura-Baum. Und der Wolf. Und der Frosch. So, jetzt ich zeig's euch mal. Farmarama-Fans. Ja, so, hier habe ich das mit dem Blitztipp-EP-Jäger her. Blüten, Maus und so gibt. Auch noch mal reichlich Moospennies und EP. So. Was erwartet uns als nächstes? Wo haben wir dich? Der Eventkalender Januar. Der erwartet uns diese Zuchtquest in genau 3 Tagen. Man weiß nicht, was. Man weiß nicht, was auf einen erwartet. Also, ich klicke mal wieder zurück. So. Ja, und wie gesagt, ich versuche bei diesem Hauptaccount die Millionen zu knacken.
Genau das versuche ich. Ich versuche Lockwartfrucht und so noch zusammenzukratzen. Schlimm. Also die beiden kriege ich auf jeden Fall so. Nur den hier habe ich noch nicht. Also wenn ich die Früchte zusammen habe, also den könnte ich eigentlich schon abgeben, aber das tue ich erst, wenn ich das hier habe, die Mispelbeeren und die Erdbeerenfrucht. Also wenn ich das so rechne, Karopfrucht und so kriege ich noch, das kriege ich noch. Ach, Tamarindfrucht, die muss ich auch noch kaufen immer. Aber die kann man noch nicht kaufen, oder? Ich guck mal. Also bei der Schlehmfrucht weiß ich, die kann man noch nicht kaufen. Ah, bei der Tamarindfrucht. Okay, die kann man auch noch nicht kaufen. Aber das wird noch kommen. Und ich weiß, manche nehmen schon werden gesalzene Preise nehmen. Okay, ein Dreh vergeudet, aber das macht nichts. Das war eh nur der normale Dreh. Ich kann euch mal zeigen, was die für eine Erdbeerfrucht wollen. Da nehmen die schon pro Erdbeerfrucht schon fast 1000 Stück, also Moospennies. Ja, und wie jetzt bei Farmerama auf meinem eigentlichen Account, den ich benutzen will, weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer DJ Portion.